Das Lied des alten Mannes, so heißt dieser Tanz der finno-ugrischen Bevölkerungsgruppe der Mordwinen an der Wolga. Dass über alte Frauen und Männer gesungen wird, dass sie einen Tanz betiteln, ist nicht unbedingt an der Tagesordnung. Und wenn, das sei vorweggenommen, kommen sie meist nicht besonders gut dabei weg. Im alemannischen Raum ist dieses Lied verbreitet. Wir wissen, wenn man wisse tät, wie ein junges Mädel küsse tät, wie ein junges Mädel küsse tät. Mir sei mir, wenn man Gurzle schlecke tät, mit bei einer Gusse Schachtel bin a hocke tät, mit bei einer Gusse Schachtel bin a hocke tät. Wie wär's denn, wenn man wisse tät, wie ein junges Fraule küsse tät, wie ein junges Fraule küsse tät. Mir sei wie wenn man Blume brocke tät, mit bei einer Blume streichlet in der Hocke tät, mit bei einer Blume streichlet in der Hocke tät. Wie wär's denn, wenn man wisse tät, wie ein altes Weible küsse tät, wie ein altes Weible küsse tät. Mir sei wie wenn man saure Gurke esse tät, mit bei einem Gurkehafe den Hocke tät, mit bei einem Gurkehafe den Hocke tät. Ja, aber andererseits üben sich die Männer in Selbstironie, ob ihrer verblassenden Manneskraft zum Beispiel, mit Liedern über gebrochene Tabakspfeifen oder Fiedelbogen, die nicht mehr richtig spielen wollen. Die älteren Menschen haben es musikalisch nicht leicht, zumindest nicht in Europa. In anderen Kulturen ist es anders. Dort werden die Alten noch geachtet, oder? Der Sänger Oliver Mutukudzi meint, dass auch in Simbabwe der Respekt vor den Älteren abnimmt. Unsere Vorfahren haben die Alten noch respektiert. Aber unsere Generation weiß gar nicht mehr, was Respekt ist. Wir beleidigen das Alter. Es ist unglaublich. Sogar unsere Vorfahren und Gott der Herr sind entsetzt über unser Verhalten. Boy!
Auch der Respekt vor den Senioren abnimmt. Sie sind trotzdem für die Volksliedtradition unglaublich wichtig. Warum spielen alte Menschen in der Musikkultur eine so große Rolle? Ganz einfach, wer traditionelle Musik sucht, sucht das vermeintlich Echte, nicht die Modeerscheinung. Und da meint heute noch die Mehrzahl der Feldforscher, bei Gewehrsleuten über 60 an der richtigen Adresse zu sein. Es geht um Glaubhaftigkeit. Es geht darum, dass ältere Leute niemandem mehr beweisen müssen, dass sie mit der Mode gehen. Wie schrecklich fand Heinrich Heine es etwa, als er in Berlin feststellen musste, dass die Jugendlichen nur so wertlose Gassenhauer wie den Jungfernkranz, also jetzt binden wir den Jungfernkranz aus Karl Maria von Webers Oper Der Freischütz, sangen. Und wie peinlich war es für Johann Wolfgang von Goethe, als er für den Erfinder des Begriffes Volkslied, Johann Gottfried von Herder, echte Volksgesänge sammeln wollte. Eine Reise ins Elsass schien eine gute Gelegenheit, dem Freund Unterstützung zu leisten bei seiner Sammelarbeit. Tja, und dann die Enttäuschung. Ich habe aus Elsass nur 12 Lieder mitgebracht, die ich auf meinen Streifereien aus den Kehlen der ältesten Mütterchen aufgezeichnet habe. Welch ein Glück, denn ihre Enkel singen alle: Ich liebte nur Ismenen. Dieses Lied allerdings konnte Johann Wolfgang von Goethe im Elsass dann doch aufzeichnen. Die weit verbreitete Ballade vom Graf und der Nonne. Der Jüngste
Das Lied, das Johann Wolfgang von Goethe als wertlosen Gassenhauer verachtet hatte, »Ich liebte nur Ismenen«, erschien kurioserweise zum ersten Mal im Oktober 1885 im Inselverlag in Leipzig. Unter dem Titel »Als der Großvater die Großmutter nahm«, ein Liederbuch für altmodische Leute. Das alte Mütterchen, die Babuschka, ist also seit jeher eine beliebte Gewährsfrau. Und viele junge Sammler und Sammlerinnen treten heute in Goethes Fußstapfen, um bei den älteren Frauen zu sammeln. Warum ausgerechnet öfter Frauen nach Liedern ausgehorcht werden? Dazu muss ich ein wenig ausholen. Wir wissen ja, dass das Gedächtnis bei Menschen über 70 Jahren mit einem Mal in ganz andere Schubladen greift als in der Zeit davor. Dass mit einem Mal Erinnerungen an die Kindheit und die Jugend an die Oberfläche kommen, dass auch die Lieder, die zur Jugendzeit eine Rolle gespielt haben, wieder wichtig werden. In der Seniorenarbeit macht man sich dieses Phänomen zunutze, singt mit den Senioren die alten Lieder, an deren Texte sich auch Demenzkranke oft haarklein noch erinnern. Klänge und Gerüche werden mit den meist unbeschwerten Jugenderinnerungen besonders stark verbunden. Und zwar, so haben Forscher herausgefunden, bei Frauen stärker als bei Männern. Lieder helfen bei Auswanderern, Flüchtlingen oder Vertriebenen gegen das Heimweh, das oft auch noch im hohen Alter empfunden wird. Our bark leaves this harbor tomorrow, across the wide ocean to go, and Katie, a burden of sorrow. It is more than I wish you to know. Fare you well to the green shores of Fogo. Fare you well, Katie dear, true and kind, for where'er I may be, I'll be true to thee. Since old Fogo I'm leaving behind. Auch wenn in diesem Lied aus der Nähe der russischen Stadt Smolensk ältere Sängerinnen zu hören waren,
Es wurde ursprünglich gewiss nicht von zahnlosen Mütterchen gesungen. Es ist Bestandteil eines Wintertanzes und eines Spiels, in dessen Verlauf sich die Tänzer und Tänzerinnen küssen. Bei Bevölkerungsgruppen, die stark von Migration betroffen sind oder in Gegenden, in denen Katastrophen oder andere Ereignisse den normalen Brauchfluss verhindern, verschwimmen die Zuordnungen. Die Alten sind es, die den gesamten Lied- und Musikschatz in sich tragen, ob Kinderlied, Totenklage oder Hochzeitslied. Und im besten Falle, wenn sie als Gewährsleute erkannt und dokumentiert werden, diesen gesamten Schatz an Jüngere weitergeben, die dann ihrerseits keinen Unterschied mehr machen, ob dies nun traditionellerweise das Lied der Babuschka oder des jungen Soldaten war. In der Gegend um Brjansk, etwa 400 Kilometer südwestlich von Moskau, ist es noch verwirrender. Dort gibt es nämlich am Himmelfahrtstag den Brauch, eine Puppe zu begraben, wohl ein alter Fruchtbarkeitsbrauch. Nach dem Begräbnis tanzen und springen die Jugendlichen über die Felder. Verbunden mit dem Begräbnis ist auch ein musikalischer Brauchtanz. Während die älteren Frauen sich im Kreis an der Hand halten und singen, tanzt in der Mitte ein junges Paar, das sich aber mit altmodischem Kopftuch, Hut und künstlichem Bart als Großväterchen und Großmütterchen verkleidet. Dazu wird dann ein ganzer Reigen von Liedern gesungen. Babuschka und Omama. In der Musik der Welt geht es heute um die Senioren und deren wichtige Rolle als Gewährsleute. Ich habe es immer wieder selbst erlebt. Viele ältere Leute freuen sich, dass jemand sich für ihre Lieder interessiert, wenn man sie bittet, etwas ins Mikrofon zu singen. Auch wenn es sozusagen zum guten Ton gehört, sich ein wenig zu zieren, anzumerken, dass die Stimme doch schon brüchig sei. Aber es gibt auch schwierige Fälle. Männer und Frauen, von denen man genau weiß, dass sie einen großen Liedschatz haben, die sich aber einfach scheuen, ihn der Öffentlichkeit oder Nachwelt preiszugeben. Die bulgarische Sängerin Ivanka Ivanova hat sich da etwas Besonderes ausgedacht. Sie hat die Menschen in einer Situation nach ihren Liedern befragt, in der sie a. keine Gelegenheit hatten, davonzulaufen und b. wohl etwas froh waren um Ablenkung. Sie war Krankenschwester und Altenpflegerin und hat Hausbesuche gemacht. Beim Blutdruckmessen oder beim Setzen einer Spritze hat sie dann ganz beiläufig nach alten Liedern gefragt und wurde im Laufe der Zeit reich beschenkt mit Gesängen, die sie dann für sich umsetzte. Thank you.
Das war Ivanka Ivanova, die bulgarische Sängerin, die bei alten Menschen mit einem Blutdruckmessgerät Lieder sammelte. Bislang war davon die Rede, welche Bedeutung die älteren Menschen bei der Sammlung von Liedern haben. Gemeint waren damit Laien, die zu ihrer eigenen Erbauung oder im Brauchzusammenhang sangen. Instrumentalisten dagegen sind meist ein Publikum gewohnt. Sie spielen zum Tanz oder zur Unterhaltung oder auch zu spirituellen Zwecken. Und da gibt es in den meisten Ländern einen oder auch eine, deren Namen man mit Hochachtung ausspricht, die man mit dem Beinamen Meister betitelt. Nicht nur, weil sie meisterhaft spielen, sondern auch aus einem anderen Grund. Oft basiert die Tradition im Wortsinn, die Übergabe der Musik im alten Stil, vom Meister auf den Lehrling. Und Musiker, die es doch schon zu allerhand Ansehen gebracht haben, beschreiben sich selbst gern als Schüler des kretischen Lyramaisters Psarandonis, des iranischen Santurmeisters Shivkumar Sharma oder des aserbaidschanischen Kamanche-Spielers Habil Aliyev. Im Gegensatz zum Showbusiness, wo alternde Stars meist eher belächelt oder bemitleidet werden, genießen die Meister der traditionellen Musik größtes Ansehen.
Das war der aserbaidschanische Kamandsche-Meister Habil Aliyev, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag hätte feiern können. Im September 2015 ist er gestorben. Auch ältere Frauen genießen in der traditionellen Musik hohes Ansehen. Und einige von ihnen wurden zu richtigen Grand Dames, treten auch im hohen Alter noch in großen Hallen auf. Ein wirkliches Erlebnis war es, als ich 2003, 3 Jahre vor ihrem Tod, die algerische Rai-Ikone Sheikha Remiti erleben durfte. Wie eine Königin erschien sie, mit ihren 80 Jahren noch in allen Farben geschmückt, gekleidet und geschminkt. Gut, das war der erste optische Eindruck. Als sie dann zu singen begann, wurde aus der Königin ein rebellischer Vulkan. Sie nahm kein Blatt vor den Mund, weder in politischer noch in erotischer Hinsicht. Ah, والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ما هوش لولا تنسب هيا ها جاني مار بركاني وجاني مار بركاني هيا انا دنا 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 وداني جاني مار جاني مار وجاني مار جاني Kitaka kupa hakulete ibarua Kukupa usingizini pasi mwenyewe kujua Mgu
wakitaka kupaha kule teibarua ukupa usingizini pasi mwenye kujua kwenda bio sikupata bure unajisumbua muhongo wa jangombe sijauramba mwiko usitukane wakunga Und auch diese Frau war ein Erlebnis. Biki Dude aus Sansibar. Wenn ihr Geburtsjahr 1910 stimmt, eines der großen Geheimnisse der Sängerin, das sie wohl mit ins Grab nahm, dann war sie bereits weit über 90 Jahre alt, als ich sie zum ersten Mal sah, auf einer Europatournee. Als 100-Jährige traf ich sie dann wieder auf Sansibar. Nach ihrem Auftritt setzte sie sich neben mich auf eine schmale Holzbank, um der nachfolgenden Rockband zu lauschen und nebenbei mit den Kindern um uns herum zu albern. Die Grande Dame der sansibarischen Musik war bekannt dafür, eine ganze Horde von Kindern adoptiert zu haben, die sie aus armen Elternhäusern oder aus Heimen zu sich holte. Auch dieses Lied aus Malawi handelt von einer alten Frau, die sich um bedürftige Kinder kümmert. In einigen Teilen Afrikas ersetzen die Großmütter beide Elternteile, weil diese an AIDS verstorben sind. Besonders tragisch ist es, wenn sie dann auch stirbt. Darüber handelt diese Klage der AIDS-Waisen, die ihre Oma betrauern. Thank you.
Das Lied einer alten Frau, die ihre Kinder vermisst. Das Schicksal vieler Afrikanerinnen, deren Söhne ihr Glück in Europa oder Amerika suchen. Der alte Mann im nächsten Lied allerdings sollte nach Ansicht des Sängers lieber heute als morgen von der Bildfläche verschwinden, was er ja inzwischen zwangsweise getan hat. Man vermutet, dass der Sänger Thomas Mapfumo mit dem alten Mann in diesem Lied den ehemaligen Präsidenten von Simbabwe, Robert Mugabe, besingen wollte. Offen und mit Namensnennung war das natürlich nicht möglich.